uns die große Cam. Natürlich ist Kamerafrau. Auf los geht's los, oder? Oder? In diesen Liegehallen ist hier in der Mitte ein abgegrenzter Bereich mit Sägespäne, die Pippi-Box. Ist das Pippis alleinige Box hier? Ja, das ist Pippis Box, also das ist seine Box. Ohne Gitterstäbe. Ohne, er bleibt da immer drin stehen. Nur manchmal ist er im Hallständer. Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und das Video heute wirklich, ich schiebe es auf seit... Seit deiner YouTube-Karriere eigentlich. Eigentlich schon, weil ihr fragt mich so oft, wie das überhaupt in unserem Stall funktioniert und ob ich euch mal einen Stallrundgang filmen kann, wie viele Pferde da drin stehen und so weiter. Und ich immer nur, ich filme das mal, es kommt bald. Und ja, so fast 2 Jahre später ist es jetzt endlich soweit. Und wir werden jetzt einen Stallrundgang filmen, einmal durch unser ganzes Stallgelände gehen und euch zeigen, wie unser Stall so aufgebaut ist. Mal schauen, was der Pilgrim gerade so macht. Wir haben übrigens auch ein neues Pferd, also das passt eigentlich gerade perfekt. Dann kann ich euch das auch gleich zeigen. Und ich würde sagen, wir schnappen uns die große Cam. Natürlich ist Kamerafrau. Und auf los geht's los, oder? Oder? So, ich würde sagen, wir marschieren in unseren Stall hinein. Kommen Sie bitte mit, Nitschi. Kommen Sie. Spielst du jetzt einmal Pferd oder wie? Na, soll ich Pferd spielen? Der Pferd kann ja nicht so das Tor öffnen. Oh, hier bekommen wir gleich einmal Begrüßung. Gleich unser süßestes Pony vom Stall. Das ist das süßeste Pony vom Stall. Unsere kleinste Mitbewohnerin. Hallo, Mausel. So. Gehst du ein wenig mit, oder was? Ja. Sie zeigt uns den Stall. Hey, kannst du vielleicht nicht mehr Hosen beißen? Okay, also man geht eben hier rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir einfach einmal hier rundherum. Und ich glaube, wir starten gleich mit dem neuen Pferd. Immer wenn ein neues Pferd kommt, steht das zuerst ein paar Tage, meistens so eine Woche im Integrationspaddock, damit sich die Pferde einfach mal kennenlernen können, beschnuppern können, damit die Integration möglichst problemlos verläuft. Klar gibt es immer ein gewisses Risiko dabei, aber so muss ich echt sagen, verläuft das wirklich immer sehr unkompliziert. Hallo. Oh, ein bisschen schüchtern. Oh, hier war schon jemand zu Besuch. Hoppala, nicht schrecken. Kann das sein, dass das Pilgrimshaare sind? Und wenn das neue Pferd dann in die Herde integriert wird, dann wird es auch nicht gleich komplett in die Herde integriert, sondern kommt dann einfach stundenweise heraus und dann über die Nacht wieder rein. Und bis es so Schritt für Schritt dann wirklich in die Herde integriert ist, dann dauert es aber auch noch mal ein paar Tage, bis auch wirklich die Herde das neue Pferd annimmt und wirklich zur Herde dazugehört. Hey Mausi! Steht der ernsthaft immer in einem Heilständer? Hallo Baby! Huh? Ist ja wegen Kamera geil? Hallo? Aber wir drehen jetzt noch Video. Wir drehen noch. Zu meiner Linken haben wir hier gleich die erste Koppel. Insgesamt hat unser Stall 3 Koppeln, damit man die einfach immer abtrennen kann. Damit die Koppeln, wo die Pferde gerade nicht draufstehen, wirklich schön nachwachsen können, damit da immer frisches Gras draufsteht. Die Pferde stehen nämlich bei uns auf den Koppeln, damit sie Gras fressen können und nicht, damit sie irgendwie Auslauf oder so bekommen. Und wie ihr seht, ist die Koppel gerade zu, weil die Pferde auf der anderen Koppel unten stehen. Und nochmal so als kleiner Überblick. Wir sind jetzt quasi einmal auf die Rückseite von unserem Stall marschiert und hier befinden sich noch 4 Heuständer. Hier vorne sind wir eben gerade reingekommen. Insgesamt haben wir 8 Heuständer und einen Futterautomaten mit Kraftfutter. Das Prinzip von dem Futterautomaten funktioniert eigentlich relativ simpel. Die Pferde marschieren hinten hinein. Dann wird vorne gescannt, ob sie etwas zu fressen bekommen. Wenn ja, dann geht vorne der Schieberegler auf, das heißt, dass sie Heu fressen können. Und gleichzeitig geht hinten dieser kleine schwarze Schranken nach unten. Diese Schranke dient einfach dazu, dass das Pferd wirklich in Ruhe fressen kann und keine Angst haben muss, dass ein ranghöheres Pferd von hinten kommt und es vom Futter vertreiben könnte. Wenn die Fressminuten vorbei sind, dann geht vorne die Schiebereglertür wieder zu, sodass der Zugang zum Heu blockiert wird. Der Schranken hinten geht auf und das nächste Pferd könnte von hinten einfach wieder vorsichtig nachfragen, ob es denn jetzt auch mal fressen dürfte.
Das Heu wird dabei in Minuten eingestellt, dabei ist es ganz egal, ob das Pferd leichtfutterig oder schwerfutterig ist, es kann wirklich jedes Pferd ganz individuell gefüttert werden und die Pferde können sich circa jede Stunde ihre Portion abholen. Wenn das Pferd mit dem Fressen fertig ist, dann marschiert es einfach vorne hinaus und es kann wirklich nahtlos das nächste Pferd wieder in den Futterautomaten eintreten. Was sicherlich auch ganz interessant ist, was ist, wenn man das Pferd zum Beispiel mal für einen längeren Ausritt aus dem Stall herausholt und das Pferd mal 3, 4, 5 Stunden nicht im Stall steht? Dann geht natürlich die Fresszeit nicht verloren, sondern die wird einfach hinten dran gehängt und so kann das Pferd dann einfach etwas länger im Heuständer drinnen stehen, sodass es einfach keine Portionen verliert. Also hier ist eben das Tor, das drücken die Pferde quasi auf und können dann ganz problemlos herausgehen. Das dauert aber am Anfang ein bisschen, bis sie das Prinzip einfach heraus haben und sich da auch wirklich trauen, das Tor aufzudrücken. Und ihr seht, obwohl hier gerade Pferde fressen und andere Pferde nicht, herrscht hier absolut keine unruhige Stimmung oder keine Aggression, weil die Pferde einfach alle wissen, es bekommt jedes Pferd sein Futter, da fährt der Zug drüber. Also das ist nicht so, dass die Ranghöheren dann öfter zum Fressen kommen als die Rangniedrigeren. Pferde sind nämlich alle gechippt. Die haben hier oben, entweder an der linken oder an der rechten Seite, einen kleinen Chip drinnen. Bei vielen Stellen ist es ja so, dass die Pferde zum Beispiel einen Chip in die Mähne eingeflochten haben oder eine Fußfessel haben oder ein Halsband tragen. Ja, nehmen so Fuß oder Fuß, sicher Fuß, Fußriemen oder so. Ja, wie gesagt, bei uns haben die Pferde den unter der Haut drinnen, so haben sie so nichts Störendes an sich. Und jedes Pferd ist da individuell bei der Fütterung eingestellt und bekommt dann jede Stunde sein Fressen. Und wenn das Pferd das Fressen kommt, geht ihm der Schieberegler, dieser Däums, nach unten und die Pferde können dann wirklich in Ruhe fressen. Und es wird liebend gern drin geparkt, so wie man sieht. Ja, genau. Maus! Gehst du bist nicht du raus? Eingesperrt? Maus, so schnell! Okay, wir sind jetzt quasi einmal rundherum gegangen und hier haben wir jetzt die letzten zwei Heuständer noch. Der Unterschied. Ja, großer und kleiner PP. Generell sind unsere Pferde irgendwie alles sehr menschenfreundlich. Also immer wenn man in den Stall reingeht, kommt mindestens einmal her, will einmal gestreichelt werden. Ja, siehst du überhaupt was, Marcel? Bissi sag. Ah, bissi. Und hier ist eben so ein größerer Paddock-Bereich, wo die Pferde auch spielen und rumtollen und einfach Pferd halt sind. Und hier gehen wir jetzt noch in die Liegehalle. Mal schauen, ob da ein Pferd drinnen ist. Und hier döst gerade jemand. Hallo. Immer nur von sehr kurzer Streicheldauer. Also wie gesagt, hier ist unsere Liegehalle. Ihr seht, wir haben hier 1, 2, 3 Eingänge. Vielleicht sind diese, wie nennt man die Lamellen, sind vielleicht nicht mehr die neuesten. Schaut die Liegehalle aus. Ihr seht, in diesen Liegehallen ist hier in der Mitte ein abgegrenzter Bereich mit Sägespäne, die Pipi-Box oder manche Pferde schlafen hier auch drin. Ist das Pipis alleinige Box hier? Ja, das ist Pipis Box, also das ist seine Box. Ohne Gitterstäbe. Ohne, er bleibt da immer drin stehen. Nur manchmal ist er im Heuständer. Und ansonsten haben wir hier bei uns im Stall keine keine Einstreu, außer eben Pipis Box, sondern die Plätze zum Schlafen, das sind wirklich Liegematten, wo die Pferde drauf schlafen. Die sind weich und da sieht man die Pferde wirklich sehr, sehr oft drauf schlafen. Die schlafen da auf engstem Raum alle zusammen. Gerade zum Beispiel im Sommer, wenn es extrem warm ist, stehen die Pferde gerne über die Mittagszeit alle zusammen hier in dieser Liegehalle, weil sie da einfach Ruhe vor den Viechern haben. Das kommt man auch noch herzusagen. Dann seht ihr nämlich, wie die Heuständer von innen aussehen. Also so sehen die Heuständer von innen aus. Ihr seht, dass einfach der fette Heuballen so quasi nach außen dran gepresst wird. Und hier außen geht dann einfach immer ein Schieberegler auf und zu und die Pferde können dann einfach frei bei dem Heu fressen. Ich muss die ganze Zeit mit dem Kopf durchgehen, ob ich nichts vergessen habe. Ja, hallo. Hallo, Mausel.
Grüß Gott. Hi. Du bist ja wegen Schlafi. Bist du Schlafi? Nachmittagsschläfchen. Hallo. Die sind alle so neugierig. Ah, okay. Was ist schaut? Ist es hier gut? Und ihr seht, wir sind jetzt quasi einmal rundherum gegangen. Das sind die Kratzbürsten. Da kann man sich immer gut kratzen. Alles so viel weh. Oh. Da können sich die Pferde gut kratzen. Hier haben wir noch Trail-Hindernisse, wo die Pferde selbstständig Stangenarbeit immer machen können. Dann einfach so. Findest du nicht, dass die Abstände vielleicht ein bisschen zu gering sind? Na, die gängern. Die Pferde müssen hier dann einfach auf den Zehenspitzen. Das können sie. Das ist sehr vielseitiges Training. Genau, hier ist noch ein Salzleckstein. Das ist ja auch wichtig für die Pferdis. Da gibt es hier ein paar Snacks im Angebot. Nee, der isst einfach den Gaunz. Wie du kannst denn den Gaunz? Gibst du den wieder her? Pippi, der isst wirklich den ganzen Salzleckstein. Pippi, ausspucken. Pui. Pui. Sag. Pui. Brauchen andere Pferde auch noch? Ja, Maus, kann man nicht den ganzen einfach essen. Ansonsten würde ich sagen, schauen wir noch Mausi. Ich habe keinen Salzleckstein mehr. War der so gut jetzt? Was, er kommt her, möchte irgendwie Aufmerksamkeit, aber auch zu viel streicheln darf ich dann auch nicht. Typisch Mann, oder? Typisch Mann, genau. Hier haben wir übrigens auch noch so Boxen mit Gitterstäben. Da ist hin und wieder auch Stroh drinnen, dass die Pferde auch das ein bisschen knabbern können. So, gehst du mit auf die Koppelmaus, sag. Unsere Pferde brauchen übrigens gar nichts zu trinken. Die trinken den ganzen Tag gar nichts. Genau, es gibt hier nichts zu trinken. Nein, Spaß. Das ist das Nächste, das ist nämlich Sinn und Zweck, dass natürlich die Grundbedürfnisse des Pferdes, dass die so weit wie möglich auseinander sind. Das heißt Schlafplatz, Fressen und Wasser wird einfach versucht, dass die möglichst weit auseinanderstehen, damit sich die Pferde auch viel bewegen. Die sind hier bei uns eigentlich 24 Stunden in Bewegung, die stehen nicht herum und die müssen selbstständig denken und ihre Grundbedürfnisse decken. Maus, gehst du mir hinterher auch mal gemeinsame Führung? Wie war das und mit dem Selbstständig? Selbstständig. Am Gänsemarsch. Hier haben wir gleich die Tränke. Pippi, zeigst du das gleich vor? Perfekt. Okay. Pippi, zeigt es nicht so vor. Gehst du auf die Wiese runter? Okay. Viel Spaß. Der Nächste. Have fun. Tschüss. Ciao. 5 Euro. Was? 5 Euro. Wieso? Ja, für Koppel. Ach so, verlangst du das? Na du bist so ein Tiersteher. Ich bin Tiersteher. Schau, jetzt trinkt er, Bibi. Super. Toll. Trinken. Nein. Ja, schon ein Schluck ins Wasser. Da rinnt alles aus, dann wird da voll viel drin. Schau, da kommen schon wieder welche. Was? Verlangen wir jetzt schnell was. Leute. Bibi, hilfst du mit, bitte? Bibi, komm. Barriere, Bibi. Türsteher. Ja, sehr insgesamt gut, Bibi. 10 Euro Eintritt jetzt. Ja, da kommt jetzt keiner vorbei, Leute. Na okay, ist offen. Freier Eintritt halt. Ah ja, hier ist übrigens Koppel Nummer 2. Also die geht quasi bis über den Berg und noch viel, viel, viel weiter. Also die ist riesig. Und ihr seht, dort steht auch sehr viel frisches Gras, dass die Pferde auch wirklich genügend zu mampfen haben. Wir gehen jetzt auf die Koppel. Ja, aber du musst vorher noch den Streif, oder wie nennt man das da? Der Trail, oder ist das? Oder was ist denn das da? Das ist auf jeden Fall die Strecken Orwell. We'll be right back.
dort geht es eben auf Koppel Nummer 3 nach unten. Und alles, was hier so befestigter Sand ist, da können die Pferde wirklich das ganze Jahr über her und sich auch im Winter hier komplett frei bewegen. Hier haben wir auch eine Badewanne mit stehendem Wasser. Da können die Pferde dann das ganze Jahr über trinken. Ah, das ganze Jahr über, na geh. aus stillen, also aus stehenden Gewässer trinken, genau. So, und hier geht's nach unten. Auch ein bisschen bergab und bergauf. Das ist immer ein gutes Training dann für die Pferdis. Die galoppieren hier auch rauf und runter, dass man sich manchmal denkt, Kind, lass den Fuß dran, aber bis jetzt haben alle Pferde noch alle Füße. So, wir sind dann ganz herunten angekommen und ihr seht, hier haben die Pferde auch noch mal ein Wiesenstückchen. Das ist übrigens immer offen, egal ob ja, Koppelzeit ist oder nicht. Genau, aber das ist natürlich meistens ziemlich abgefressen, weil bei so vielen Pferden ist das natürlich viel zu wenig Wiese. Aber generell stehen die Pferde hier unten eigentlich ja auch hin und wieder so ein bisschen nett in der Natur. Und ihr seht, dass diese Koppel jetzt eben offen ist und die Pferde können dann einfach immer selbst entscheiden, wann sie auf die Koppel gehen wollen und ob sie gerade lieber schlafen wollen oder spielen oder trinken oder im Heuständer stehen. Und ich würde sagen, weil die Koppel offen ist, mache ich auch noch und machen wir noch ein Koppel Follow Me Around. Die galoppieren da alles an und dann galoppieren die da so viel drüber. Hä? Ups! Hoppala! Aber die Pferde werden animiert. Oha! Es ist echt anstrengend, ein Pferd zu sein. Na wirklich, galoppier mal! Gib! Galoppier mal eine Runde. Niki galoppiert auch noch. So, wir sind jetzt ein paar Meter marschiert. Das ist eigentlich echt arg, wenn man mal so mitbekommt, wie viel die Pferde hier eigentlich laufen im Stall. Das ist schon echt heftig. Und ihr seht, hier ist jetzt ein Teil der Herde, der steht gerade auf der Koppel. Ja, die Pferde stehen halt jetzt dann auf der Koppel. Und ich werde euch an dieser Stelle einfach mal das Koppel-Auftriebsvideo verlinken. So, da gibt es sogar schon zwei, wo die Pferde dann im Frühling einmal alle, die ganze Herde hier über diese Koppel galoppiert und die Runden dreht und einfach sich freut, dass sie wieder auf die Koppel dürfen. Generell ist es natürlich bei uns auch so, dass die Pferde nicht von Anfang an gleich 24 Stunden irgendwie auf die Koppel kommen, sondern dass sie am Anfang mal eine Stunde raufkommen, weil wir haben in unserer Herde auch Rehepferde. Und die laufen alle problemlos mit, auch wenn die Koppel 24 Stunden geöffnet ist. Also die werden einfach langsam dran gewöhnt und können sich das dann, wie gesagt, selber einteilen. Und ihr seht, dass die dann auch nicht die ganze Zeit draußen stehen. What you doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. Und so unterschiedlich die Rassen in unserem Stall, so sind auch die Charakter der Pferde und die dürfen sie in so einem Stall natürlich zeigen. Da gibt es die Pferde, die stehen am liebsten den ganzen Tag nur herum und chillen in der Sonne. Dann gibt es die Pferde, die spielen und fetzen im Vollgalopp durch den Stall. Dann gibt es die Liebespärchen, die zusammenstehen, Pferde, die gerne etwas stänkern, Pferde, die die ganze Herde wirklich zusammenhalten und Streit schlichten. Und so hat wirklich jedes Pferd seinen Platz in der Herde. Doch den perfekten Stall, den gibt es sowieso nicht und so denk auch
ich mir hin und wieder bei ein paar Kleinigkeiten, die man natürlich optimieren könnte. Aber im Großen und Ganzen bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Unsere Stallgemeinschaft ist einfach nur ein Traum. Und ich schätze es wirklich enorm, mein Pferd in solch einem Stall halten zu können. In einem Stall, in dem der Pilgrim einfach 24 Stunden im Herdenverband an der frischen Luft stehen kann. So, wir sind am Ende von unserem Stallrundgangsvideo angekommen und wir haben euch bewusst jetzt wirklich nur unser Stallgelände gezeigt und nicht, also den gesamten Stall. Genau, den Offenstall und nicht den gesamten Stall, weil das hier trotzdem Privatgelände ist. Das ist ein Privatstall, also der ist nicht öffentlich zugänglich. Hier wohnen auch jede Menge Leute, die Stallbesitzer wohnen hier. Wir haben Überwachungskameras, die Stallhunde und Stallhunde, ja. Vor denen habe sogar ich Angst. Ja, das sind große Schweizer Sennenhunde. Wenn die bellend auf einen zukommen, ja, da. Und so kehrt manchmal, man lieber um. Ja. Und ja, deshalb bewusst jetzt nicht das ganze Stallgelände, weil es einfach ein bisschen zu privat ist. Aber ich glaube, ihr konntet auch so einen ganz guten Einblick in den Stall bekommen. Ich hoffe es zumindest. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Stall habt, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Da schaue ich, dass ich euch das beantworten kann. Und ansonsten, habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, tatsächlich. Ich glaube es nur gar nicht. Dann würde ich sagen, weißt du, was immer doch noch was auch viel geil war? Im Bipi 24 Stunden mal ein GoPro und mit der Julia. Mit der Julia im Bauli-Tracker, wo du schauen kannst, wo er sich aufhält, dann warst du, was er tut oder so. Oh mein Gott, das war cool, ja. Das war eigentlich echt. Also ja, das wäre, also ich will es nicht wieder Video-Idee versprechen, aber vielleicht, also es wäre eigentlich. Das haben sich eigentlich cool. Ein paar von euch gewünscht. Mhm. Das auch vor eineinhalb Jahren schon. Ups. Ich glaube, das wäre mega lustig. Ich glaube auch. Gibst du ihm die GoPro dann hin? Wie hältst du mit dem Häufter und dann irgendwie um? Also aber der hat drin gar kein Halfter. Ja, weil dann hat er halt ein Halfter für den Tag. 24 Stunden Halfter, okay. Ja, da bin ich halt dann im Steuer oder so. 24 Stunden? Ja, oder 12. Nein, aber eigentlich 24 Stunden schon. Über die Nacht war es schon lustig eigentlich. Was hat du denn in der Nacht, gell? Ich wette, nach 2 Minuten gibt die Kamera den Geist auf. Du kannst ja gar nicht so lange filmen. Stimmt. Du müsstest ihm dann beibringen, wie man den Akku wechselt. Oder auflädt. Wechseln kann man den gar nicht. Na doof, oder GoPro schon. So, wir beenden das Video jetzt so, es reicht jetzt. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Genau, perfekt. Tschüss, Servus.